So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Production Line. In der letzten Folge ist nicht so ganz gut viel gelaufen. Ja, da ist irgendwie das Mikrofon untergegangen im Spielsound. Woran lag das? Das lag daran, dass vorher ein Windows-Update installiert wurde, beziehungsweise ein Update allgemein reinkam, auch von OBS. Und nach dem Starten von OBS die ganzen Audiodateien irgendwie nicht so waren wie gewollt, gedacht. Und ja, deswegen muss da mal geguckt werden, was da ist. Hier fehlt ein bisschen was. Ich glaube, in dieser Folge müssen wir wieder so ein paar Auto-Umbauten machen. Und mal sehen, was wir hier wieder als Zusatzteile haben, was nicht. Dafür müssen wir leider jeden Wagen einmal durchgehen, weil wir haben schon wieder knapp 100 Fahrzeuge auf Lager. Wir haben ja schon... Der hat sogar jetzt Alu-Räder. Strange. Wir haben ja viel in der letzten Zeit umgestellt mit Produktionslinien. Spoiler ist auch... Okay. So, auf jeden Fall viel umgestellt. Da gab es auch so ein paar Umbauten. Und jetzt geht es halt daran zu schauen, wie können wir das schaffen, dass die ganzen Sachen oder die ganzen Fahrzeuge, die derzeit hier drin sind, nicht mehr sich im Lager stauen oder wo auch immer sich stauen, sondern irgendwo abgearbeitet werden, ne? Weil das ist ja irgendwo doch so das, was ich mir wünschen würde, dass wir hier mal langsam irgendwo das sehen. Jo, das ist genau das, was wir uns jetzt hier wünschen. Und zwar keine Fahrzeuge mehr hier irgendwo zu haben. So, dann bauen wir dafür das Szenen nicht ein. Nee, das normale ist auch nicht. Ja, da ist schon scheinbar alles drin. Wir sind ja auch schon hier fast durch. So, ja, LED sagst du ist okay. Polished sagt auch okay. Premium Music, nee. So. Nö, den Rest hatten wir scheinbar. Nee, Xenon baue ich nicht wieder ein, weil dann fangen wir wieder bei dem an, wo wir waren. Sunroof will ich auch nicht, Xenon. Xenon will ich auch nicht. Hier ist ja auch scheinbar alles drin. Ja, und hier ist ja eh nichts drin. So, das heißt aber, hier oben, die Dinger brauchen jetzt doch Alu-Räder. Weil wir einmal doch Fahrzeuge mit Alu-Rädern verkaufen. Ich lasse die Linie jetzt hier auch leer fahren. Das erste Radiator. Können wir den Radiator selber bauen? Engine Radiator, ja. So. Ja. Ja. Wir probieren es einfach mal so ein bisschen hinterher zu kommen mit auch Radiatoren. Genau. Ey. Prefer local, nee, only local. Und hier dasselbe.
Das sind nämlich Kosten, die entstehen, die wir nicht einberechnen, ne? Start-Stop-Powertrain müssen wir auch noch mal gucken. Only Local. Hä, wo ist er denn hier? Da. Und dann machen wir das hier auch. So, da. Und dann haben wir hier noch zwei irgendwo. Genau, den da. Und den da haben wir auch. So, wenn wir das jetzt hier nämlich haben, sieht es hier nämlich schon wieder ganz anders aus. Oh, jetzt braucht er da Alu-Räder und er hat keine. Make Light, das sind Sitze. Ja. Ja, wir brauchen scheinbar noch ein paar Felgen, die wir produzieren. Ha. So, die rüsten wir dann natürlich auch gleich um zu Alus. Weil wir haben ja hier nur noch Alu-Räder jetzt scheinbar in allen Fahrzeugen. So, tschüss. Zack. Zack. Ach, hier, Door-Panel haben wir auch schon mehr als genug. So, warte mal. Hatten wir hier oben den Reifenlager? Ein Felgenlager? Add Item Alloy. Machen wir daraus jetzt einfach Alu-Räder. Da warten wir hier einfach darauf, dass die alten Räder halt abgeholt werden. Und dann sollte das ja auch irgendwo gehen. Brakes sind immer noch so Sachen, die nicht ganz da sind. Add Item, Break, Local. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwo noch so ein bisschen Restbestand aufbauen. Ah, es geht. Der ist schon leer gelaufen, die andere Linie noch nicht. Okay. Efficiency Layout. Kam das auch dazu? So. Genau, dann haben wir das, dann launchen wir hier nochmal alles.
Insufficient Resource. Warte mal. Vielleicht sollte man das auch bei der Motorfabrik dazu kaufen. Wenn man schon mal sowas macht. Engine Assembly? Nö. Da. Powertrain. Haben wir nur zwei? Ne, da ist auch noch einer. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch nicht nur zwei Powertrain Stationen irgendwie gehabt. Sondern viel, viel mehr. So, ja, ich weiß, dass ich da gerade eine abgerissen habe, eine Achsenproduktion, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass wir die dann noch brauchen. Ja, ob man die so umwandeln kann? Sehen ja auf jeden Fall alle gleich aus. Okay, Midrange und Midrange und Midrange. Wir sollten Preise anpassen. Minus 4% Pauschale. Aua. Okay, das macht da nicht viel aus. Ein bisschen Gewinnspanne brauchen wir ja, ne? Das ist klar. So, dann haben wir das jetzt auch. Vielleicht war es auch wirklich der Preis, der mit schuld ist. Weil wir können ja so viel haben, aber irgendwie läuft nichts und hast du nicht gesehen. Achso, die Produktion habe ich laufen gelassen. Ja, ich wundere mich, wieso die nicht leer wird. Was fehlt denn hier? Sensor. Ich wundere mich, was hier Geld kostet. So, Aluräder kosten auch Geld. Ah. Jo. Eigene. Hatten wir die hier oben auch schon umgestellt? Ja. 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 Wo ist es hier? Da. Ja. Ja, da unten. Okay, jetzt haben wir ja soweit alles, ne? Fahrzeuge sinken derzeit auch wieder.
Ich glaube, die Budgetlinien können wir wieder anschalten. Mal sehen, was passiert. Vielleicht gibt es hier ja auch mal einen Stau, den wir mal rechtzeitig erkennen müssen. Sehr wohl. Aha. Die haben wir doch da. Ja, jetzt genug. So, genau, also hier sehen wir ja derzeit, dass es irgendwie doch alles läuft. Und dass wir gerade wieder Gewinn machen, wo noch 10 Millionen im Minus angeblich sind auf die ganze Zeit gerechnet. Was ich irgendwie noch nicht ganz nachvollziehen kann, aber okay, das muss ja irgendwie so wahr sein. Und ob es jetzt weiter so geht, kann ich noch nicht mal sagen, ne? Insufficient Resource. Uns fehlt ein Motor. Wieso fehlt uns ein Motor? Motor ist wichtig. Wo ist hier Powertrain nochmal gewesen? Da. So, dann machen wir es einfach hier nochmal, ne? Make Powertrain. Dann setzen wir jetzt einfach hier nochmal eine hin. Mit einem Ausgang einfach da dran. Sagen wir hier Start und Stop Engine und Go. Und dann sagen wir hier... So. Dann warten wir einfach mal ab, was hier kommt, ne? So, 3 Minuten und der nächste Motor. Was braucht ihr denn hier welche? Ach, der braucht normalen. Was haben wir natürlich nicht? Einen normalen Motor. Haben wir hier nicht noch welche eigentlich auf Lager? Nee. So. Wie ist denn der? Engine, nee. Hä? Ach, Powertrain hieß das Ding ja. Da. So gespannt sein, ob das jetzt hier leer wird, das Ganze. Genau, also 51 Fahrzeuge haben wir noch. Das sind alles bis auf die SUV, die 4x4s.
dann schicken wir die jetzt einfach nochmal hinterher. In der Hoffnung, dass es jetzt hier irgendwie nochmal vorangeht. So, bevor die Linie so überfüllt ist. Achso, wir haben abwechselnd die Fahrzeuge drin. Okay. Also haben wir derzeit keine Expensives für die Linie 8. Ne, warte mal. 2, 2. Wo ist er denn? Expand einer. Lux einer. Budget. Habe ich Expand gemacht? Budget hat wieder 2. Der normale hat 2. Damit wir dann hier so die Werte anpassen. Und wir halt noch relativ gleich viele Autos hier auf die Straße lassen. Habe ich jetzt einfach mal diesen Wechsel eingestellt. Das war einmal 1-1 so ungefähr produzieren. Dann haben wir das nämlich einfach fertig. Sodass, wenn dann die Fahrzeuge alle da sind, so wie sie sein sollen. So schnell sind die Fahrzeuge da oben. Dass, wenn wir dann da sind, so viele Fahrzeuge haben, dass alle 8 Fahrzeuge ein Expensive und ein Luxury drin ist. Das heißt also, wir können jederzeit jetzt diesen Bedarf dann hochstellen. Erst haben wir ein einziger. Ja, ist schon ein bisschen komisch, deswegen einfach mal anheben das Ganze und warten, dass da irgendwas kommt. So, hier oben läuft es mal wieder wie geschmiert. Und zwar eigentlich gar nicht, weil es stockt hier. Einen normalen Powertrain brauche ich immer noch. Ich glaube. Dass wir eine Halle ankaufen sollten, wo wir nur Powertrains drinnen machen. Direction LED. Ich hab doch hier alles Mögliche. Stop, wir machen das, wir machen das. So ätzend. Wieso kommt das jetzt mit dem LED wieder in das Blickfeld oder in den Blickfeld? So, 2 Minuten. LED. Jetzt sagen wir zack. Zack. Sagen wir hier Stock. Dann machen wir hier Directional Light. So. Ressourcen kommt ran. Müssen wir doch scheinbar das Light neu bauen.
So, Servo müssen wir immer importieren. Ah. Schlaue Kombination. Man muss variieren zwischen dem, was man hat. Scheinbar muss man für Direction LEDs oder LED Lights muss man Direction Lights plus LED Lights haben, damit das läuft. Wir gehen jetzt hier natürlich immer noch ganz schön auf die hohe Nummer, ne? Ja, null Powertrains, das ist mir immer noch bewusst. Ja, aber ich glaube, das mit den Powertrains machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann auf jeden Fall. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schaut auch wieder rein in die nächste Folge von Production 9. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Danke euch fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ciao.